Vielen Dank. Ich danke den Organisatoren, die mir eine Gelegenheit bieten, hier vorzustellen im Rahmen großer Projekte, die Weltwirtschaft verändern können, und ein Beispiel vorzustellen, ein großes Dammprojekt. Vorher möchte ich noch etwas zum Hintergrund sagen. Wir kamen zu dem Schluss, den Millenniumsdamm zu bauen, als wir das entschieden, Damm am Nil. In Äthiopien entspringt der blaue Nil zusammen mit dem weißen Nil, fließt er nach Ägypten. Offensichtlich ist dieses Wasser, das international ist, reguliert werden muss, mit Zustimmung aller beteiligten Länder. Aber es gab zwei Abkommen unter drei Ländern zwischen 1951 und 1957 zwischen Sudan und Ägypten. Und das dritte Land war eine britische Kolonie. Also muss es jetzt verändert werden. Es sollte aber nicht zum Schaden von Ägypten oder anderen Ländern geändert werden, sondern im Rahmen davon alle Ressourcen zu nutzen, gleichermaßen und fair, gerecht. Darüber wird aber schon seit 10 Jahren verhandelt, unter der Nilbecken-Initiative. All die 10 Anrainerstaaten des Nils verhandeln seit 10 Jahren und kommen zu dem Schluss, um einen Schluss zu finden, der alle 10 befriedigt. Wir sind also nach den 10 Jahren so weit gekommen, dass es eine Kommission geben wird, Kommission für das Nilbecken mit Sitz in Uganda. Das wird Projekte beaufsichtigen in diesen 10 Ländern. Und das wünschten wir uns auch, dass man nicht alle Ressourcen nur als einziger nutzt, damit die anderen in die Armut getrieben werden, sondern dass man es gerecht nutzt, in Harmonie zwischen den afrikanischen Ländern. Dazu dient der große äthiopische Renaissance-Damm. Das ist ein wichtiger Teil von dem allgemeinen Transformationsplan. Wir sind jetzt im 3. Jahrtausend. In den Geschichtsbüchern der Welt steht, im 1. Jahrtausend gehörte Äthiopien zu den denen, die auf der Welt Entscheidungen treffen. Im 2. Jahrtausend aber ist, wie allgemein bekannt, ist Äthiopien in Armut, Hunger. Der Oxford Dictionary hat gerade die Bedeutung von einem Wort verändert. Wenn man das englische Wort Famine sucht, steht als Beispiel Äthiopien, also Famine, Hunger. Äthiopien kann nicht ewig zusehen, wie die Bevölkerung hungert.
Aber es gibt eine, das Land hat eine Lösung in der eigenen Hand. Und das ist eine der Lösungen jetzt. Der große äthiopische Renaissance-Damm wird unserer Überzeugung nach Äthiopien wieder in die Position bringen, in der es im ersten Jahrtausend war, eine Renaissance für Äthiopien. Es wird wirtschaftliche Entwicklung entfesselt und auch Export in die Nachbarländer und eine vertiefte Zusammenarbeit mit allen Anrainerstraßen von Anwohnerländern vom Nil. Der verstorbene Premierminister hat gesagt, dass Sudan und Ägypten sehr von diesem Projekt profitieren können. Das ist es, was wir uns wünschen. Die Idee war, das Projekt 50% finanzieren durch Äthiopien und den Rest von Ägypten und Sudan. Und warum? Wie mein Kollege Rashid gesagt hat, Ägypten und Sudan nutzen zwar das Nilwasser, haben aber auch Probleme. Ägypten verliert sehr große Wassermengen an die Wüste. Es verdunstet einfach. Und die Dämme in Ägypten nehmen auch an Wasser ab mit der Zeit. Verschlammung. Ja, wegen der Verschlammung. Ja. Das ist ein Problem für Ägypten. Und dann Sudan. In der Regensaison gibt es 3 Monate. In dieser Zeit gibt es Überschwemmungen in Sudan. Das Wasser ist zu hoch am Nil. Auch für die Hauptstadt Khartoum, die wird praktisch jedes Jahr überflutet. Der Aufbau von dem Renaissance-Damm in der Größe, die man jetzt haben will, wird die Probleme für Ägypten lösen und für Sudan und natürlich nützlich für Äthiopien. Und dann kann alles zurück zum Normalen gehen. Man schlägt vor, dass das Projekt ein gemeinsames Projekt ist im Besitz, in der Finanzierung und in der Nutzung auf gerechter Basis. Das Ziel des Projektes ist sehr klar. Es ist das größte Ziel, die Länder aus der Armut herauszuholen. Und alle, die gezögert haben, daran sich zu beteiligen, sollten sich anders entscheiden und das zum Wohl der äthiopischen Bevölkerung sich daran beteiligen. Und eine Welt der Kooperation zwischen den Nil-Anrainerstaaten in Gang setzen. Äthiopiens langfristiges Potenzial, Energie zu produzieren, wird darauf geschätzt, 60.000 Megawatt aus Wasserkraft geschätzt. 45.000 Megawatt insgesamt werden zur Verfügung gestellt, was das Gesamtpotenzial 60.000 Megawatt. Die Wasserkraft kann 45.000 beitragen. Andere Energieformen den Rest. Doch von den 45.000 Potenzial der Wasserkraft hat Äthiopien nur 2.000 genutzt bisher.
Das heißt, man kann sich das Potenzial vorstellen, das dazu führen würde, die Armut zu bekämpfen. In den nächsten 5 Jahren wird es notwendig sein, die Energie weiterzuentwickeln, Energiegewinnung. Und eines davon ist dieser Renaissance-Damm. Vor diesem Damm gab es schon einen anderen, den wir schon gesehen haben in dem letzten Vortrag. Das heißt der Gilgamesh-3-Damm, der etwa 1800 Megawatt produziert, was jetzt von den Umweltschützern attackiert wird. Besonders von Survivors International wird das angegriffen. Diese NGO wird dafür finanziert, Äthiopien anzugreifen wegen dieser Wassernutzung. Das Ziel des Projektes ist, Strom zu produzieren. Und wenn es beendet ist, werden einmal 6000 Megawatt an Wasserkraft produziert werden. Wenn alle Projekte, die jetzt im Gang sind, beendet sind, werden wir etwa 10.000 Megawatt Strom erzeugen können. Das Potenzial ist natürlich noch sehr viel höher. Aber selbst innerhalb dieser Grenzen von 10.000 Megawatt glauben wir, dass wir es nicht nur für uns selbst benutzen, sondern Strom kann auch exportiert werden an andere Nachbarländer bis nach Ägypten. Und das kann auch bis weiter in den Mittelmeerraum geleitet werden. Und wir haben das Potenzial, Wasserkraft zu exportieren bis an die Anrainerstaaten des Mittelmeers und Südeuropa. Man kann sehen, dass ein Land ein riesiges Potenzial für Entwicklung hat, sich aber nicht entwickeln kann. Und das steht in dem Rahmen, worüber wir heute sprechen. Das heißt, die Dinge laufen nicht richtig und das muss geändert werden. Eine Methode, das zu ändern, von unserer eigenen, der äthiopischen Seite aus, ist eines dieser Projekte. Wir wollen uns konzentrieren auf große Projekte. Das kann nicht nur Äthiopien nutzen, sondern ganz Afrika. Und wir haben gesehen, was das Afrika-Pass-Projekt an Möglichkeiten schafft. Und das ist auch zum Nutzen von allen afrikanischen Ländern. Die andere Frage, die ich ansprechen will: Wir glauben nicht, und wir haben es auch hier schon diskutiert, dass die Märkte, dass es den Märkten überlassen bleiben darf. Das glauben wir nicht. Es muss reguliert sein. Es muss ausgeglichen werden, was die Märkte vorschlagen. Und seit 20 Jahren arbeiten wir daran. Es ist öffentlich bekannt, dass Äthiopien vor 20 Jahren ausgesehen hat und heute. Wir sprechen von einem neuen Äthiopien. Und die Wirtschaftspolitik, die wir verfolgt haben, haben wir erreicht, dass Äthiopien in den letzten 8 Jahren immer mehr ein Wirtschaftswachstum von 11% erreicht hat jedes Jahr. Und ich glaube, dass solche Projekte, die wir vorschlagen, in die Zukunft weisen und wo wir auch die nächste Generation Nutzen haben werden von. Dankeschön.